Grüß dich, Martin. Guten Morgen, Vinzenz. Ihr seid ja schon ziemlich weit. Ich habe das Labyrinth von der Anhöhe aus gesehen. Oh, dann darf ich dich nicht reinlassen. Mhm. Gemogelt wird nicht. Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Sie, Herr Seiler. Gefällt's Ihnen? Beeindruckend. Wollen Sie mal reinschauen? Ja, gerne. Erst, wenn's fertig ist. Was willst du denn noch alles machen? Da fehlen nur ein paar Kleinigkeiten, dann ist alles perfekt. Vinzenz, jetzt übertreib's nicht. Das sieht doch so schon ziemlich kompliziert aus. Man muss den Leuten doch was bieten für ihr Geld. Ja, aber irgendwann muss der öffnen, sonst wird das mit dem Geld nichts. Ja, morgen Abend ist alles fertig. Sicher? Sicher. Ich sag's Ihnen, Herr Rombach, wenn der so weitermacht, findet am Ende keiner mehr raus. Außer ihm. Und dann muss er alle anderen vor dem Verdursten und Verhungern retten. Rombach? Herr Leonard, grüß Sie. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss sowieso nach Passau. Florian und ein paar Mitschüler wollen uns beim Bau von einem Krötenzaun helfen. Ja. Dann komme ich bei Ihnen vorbei. Mhm. Bis dann, wiederhören. Was ist jetzt? Macht ihr mit oder nicht? Ach, ich weiß noch nicht. Wir könnten bei uns auf der Wiese im Zelt übernachten. Macht eine Menge Spaß und wir tun auch noch was Gutes. Aber ausgerechnet Kröten. Kannst dir Handschuhe anziehen. Ach nee, kommt. Ihr hattet eine ganze Woche Zeit, euch das zu überlegen. Außerdem wandern Kröten nur im Frühjahr. Ihr seht nur ein paar junge Kröten und ein paar Frösche. Wisst ihr eigentlich, dass die südamerikanische Riesenkröte Buffo marinus über 20 cm groß wird? Oh, das will kein Mensch wissen, David. Ignoranten. Na, willst du immer noch deine glitschigen Viecher retten? Was dagegen? Und du knutsche dann in der Hoffnung, dass ein Prinz draus wird. Oh, Idiot. Dich zwingt ja niemand mitzumachen. Ja, so weit kommt's noch. Hi. Hi, Ella. Findet das statt am Wochenende? Mein Vater baut auf jeden Fall den Zaun und den Tunnel für die Kröten. Wäre schon toll, wenn wir da mitmachen würden. Er kommt deswegen extra nachher vorbei, um zu erklären, was so abgeht am Wochenende. Vergiss doch die blöden Kröten. Lass uns lieber skaten gehen oder sowas. Wann geht's los? Morgen früh. Okay. Hey, willst du da echt mitmachen? Warum nicht? Ich fahr schnell nach Küblach, Katharina abholen. Brauchst du nicht, das macht schon Sophie. Wie bitte? Dass sie wollte behilflich sein. Das sollte sie nicht daran hindern, mich zu fragen. Katharina wird entweder von mir, Martin oder Markus abgeholt. Aber du hast doch die ganze Zeit telefoniert. Ich habe mich um Fördergelder fürs Museum bemüht. Also ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Sei doch froh, wenn man dir die Arbeit abnimmt. Ich möchte aber nicht, dass man mir Arbeit abnimmt, weil das für mich keine Arbeit ist. Also die Kröten wandern im Frühjahr seit Generationen immer auf denselben Wegen zu dem Teich, wo sie geboren wurden, um dort zu laichen, das heißt, um ihre Eier abzulegen. Nun hat sich aber im Laufe der Jahre vieles geändert. Und plötzlich sind dort Straßen, wo vorher keine waren. Kann man die Straßen nicht einfach sperren? Ja, das kann man schon, das macht man auch nicht. Aber immer geht das nicht, weil viele Straßen ja sehr wichtig sind für den Verkehr. Und außerdem weiß man ja nie ganz genau, an welchen Tagen die Kröten mit ihrer Wanderung beginnen. Gibt es denn da Unterschiede? Große. Mal gehen sie zu Hunderten über die Straße und am nächsten Tag ist nur eine Handvoll. Ja, im Frühjahr berichtet die Presse darüber und Tierschützer versuchen dann, den Tieren zu helfen. Aber jetzt im Herbst nimmt kaum noch jemand Notiz davon, wenn vor allem die Jungtiere zu den Orten zurückkehren, von wo ihre Eltern im Frühjahr aufgebrochen sind. Obwohl oft genauso viele Tiere auf den Straßen sterben wie im Frühjahr. Ja, ja. Die Macht der Medien. Danke, Bert. Cooles Thema für den nächsten Aufsatz. Ja, wir wollen auch ohne die Macht der Medien den Tieren helfen und wollen deshalb einen Krötentunnel bauen. Ja, aber ich dachte, wir bauen einen Zaun. Ja, auch. Dieser Zaun verhindert, dass die Kröten auf die Straße können und er leitet sie gleichzeitig zu dem Tunnel. Und durch den kommen sie dann sicher auf die andere Seite. So ein Riesenaufwand, wegen den paar Viechern. Ja, so ein Riesenaufwand für ein paar kleine Tiere. Ja. Also, wer möchte uns dabei helfen? Wer will das Wochenende bei uns in Küblach verbringen? Eure Eltern sind informiert über das Projekt und das ist keine Schulveranstaltung. Das ist privat. Dann gehe ich eben mal nicht zum Reiten, sondern Kröten retten. Ich bin dabei. Na prima, David. Wer denn noch? Schön, dann holt euch morgen früh einer meiner Leute ab.
Danke euch. Wiedersehen. Wir danken Ihnen, Herr Rombach. Dr. Reimers? Ihre Mark. Ich möchte auch mitmachen. Jeden Tag eine gute Tat. Alte Pfadfinderregel. Hör mal, du Pfadfinder. Läuft da vielleicht irgendein Ding, von dem ich besser wissen sollte? Also ich konnte der Argumentationskette Herrn Rombachs folgen. Und daraufhin habe ich beschlossen, aktiv an der Rettung unserer heimischen Kröten und Frösche teilzunehmen. Das ist auch schon alles. Hm. Willst du uns verarschen? Gib mir mal meine Privatnummer, falls der Mark irgendeine Untat plant. Danke sehr. Wiederschauen. Papa! Ja? Ich habe noch eine Stunde Bio. Wartest du auf mich? Ja, ich treffe mich noch mit dem Herrn Leonard und dann hole ich dich ab, ja? Okay. Schule aus! Dann wird Zeit für dein Lieblingsessen. Spaghetti mit Soße. Aber vorher Hände waschen. Katharina ist ein echter Sonnenschein. Wir haben auf dem ganzen Weg hier nur gelacht. Inge hat dir doch Bescheid gesagt, dass ich sie abhole. Ja, hat sie. Trotzdem möchte ich in Zukunft direkt gefragt werden, bitte. Du warst beschäftigt und ich musste sowieso nach Küblach. Dann sage ich es deutlicher. Ich möchte das nicht. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern. Du hast mich nicht verärgert, es ist nur... Sauber. Dann kann's ja losgehen. Die Oma kommt auch gleich. Bist du mit uns? Nein, danke. Du kannst gerne mit uns essen. Ich muss zurück in die Praxis. Schade. Wie war die Schule? Es geht so. Nichts Gutes passiert heute? Glaube ich dir nicht. Ich finde es eine gute Idee, Schülern auf diese Weise die Natur näher zu bringen. Wenn sie später erst mal in ihrem Büro sitzen, können sie das alles nicht mehr erleben. Ich bespreche die Dinge übrigens auch lieber im Freien als im Büro. Was gibt es denn zu besprechen? Unser Kollege Kreml hatte letzte Woche einen Herzinfarkt. Ach, das tut mir aber leid. Ja. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Aber für die nächsten Wochen und Monate fällt er erst einmal aus. Sein Revier liegt kaum 30 Minuten von meinem entfernt. Zur Not könnte ich mich in der Zeit darum kümmern. Das Revier übernimmt schon ein anderer Kollege. Aber ich wollte Sie bitten, dass Sie sich um Kremls Waldrappenprojekt kümmern. Der Kollege ist mit dem neuen Revier und den Waldrappen überfordert. Herr Leonard, Sie wissen doch ganz genau, dass ich von solchen Projekten nicht allzu viel halte. Es gibt nur noch eine frei lebende Population in Marokko. Da ist der Ehrgeiz natürlich groß, sie auch wieder hier heimisch zu machen. Ein Ehrgeiz, der den Tieren möglicherweise das Leben kostet. Wenn die Zugunruhe eintritt, dann sind die Tiere orientierungslos, habe ich gelesen, weil sie nicht gelernt haben, wohin. Dann fliegen sie vielleicht in die falschen Richtungen und verhungern. Kremlin hat ein paar junge, engagierte Leute, die ihn dabei unterstützen. Die haben schon so viel Energie und Arbeit in das Projekt gesteckt. Könnten Sie nicht wenigstens mal mit ihnen reden? Ich werde mit ihnen sprechen, sicher. Nur weiß ich im Moment beim besten Willen nicht, was ich ihnen sagen könnte. Danke. Endlich wieder. Oh, ich freue mich so. Morgen kommen meine ganzen Freunde und helfen mit, den Krötenzaun zu bauen. Wenn ihr Hilfe braucht, ich mache mit. Bin gleich wieder da. Na. Ja,
Wie war dein Tag? Och, geruhsam, gemütlich. Bin spazieren gegangen, hab gelesen. Morgen will der Vinzenz mit dem Labyrinth fertig werden. Wenn du willst, kannst du dich ja dann als Erste in die Höhle des Löwen wagen. Also wenn Vinzenz ein Labyrinth baut, das kann was werden. Hast du sicher Hunger, ne? Ja, aber ich komme gleich. Ich muss rasch noch was mit Sophie besprechen. Martin! Ja? Zwischen Sophie und Anna hängt der Haussegen schief. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, weißt du weshalb? Sophie hat Katharina von der Schule abgeholt und es nur mir gesagt, ohne es mit Anna abzustimmen. Und das hat sie ihr wohl übel genommen. Es hatte sich einfach ergeben. Ich weiß nicht, warum sie so reagiert hat. Vielleicht ist sie heute Morgen einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Anna macht sich mit dem Museum einen enormen Druck. Das läuft im Moment einfach nicht so, wie sie es sich vorstellt. Niemand kann über Nacht ein derartiges Projekt finanzieren. Ja. Aber jeder, der so ein Projekt angeht, der hofft, dass es ihm gelingt. Wir beide wären da wohl kein Deut besser. Du, ich weiß, dass ich in Annas Alter kein Deut besser war. Papa! Hallo. Hallo, grüß dich. Brauchst du mich noch? Nimmst du bitte die Proben mit nach München? Klar, ich kriege sie sofort im Labor ab. Und komm bald wieder hier. Natürlich. Bis bald, schön. Mach ich. Na, jetzt ist erstmal wieder Uni angesagt. Ich werde euch ganz schön vermissen. Wir dich auch. Mach's gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Hast du am Wochenende schon was vor? Ich? Nein, warum? Ja, der Herr Leonard hat mich gebeten, dass ich mich um ein paar Waldrappen kümmere. Die Tiere sind von Hand aufgezogen. Ich werde mir das morgen ansehen. Es wäre schön, wenn du auch einen Blick auf die Tiere werfen würdest. Gern, aber ich weiß nicht, ob ich dir eine Hilfe bin. Ich habe mich bisher noch nicht näher mit Waldrappen beschäftigt. Ja, aber ob ein Tier krank ist oder nicht, das siehst du doch. Sicher, aber... Ich würde mich einfach wohler fühlen. Wann geht's los? Ich hoffe nicht zu früh. Keine Angst. Ausschlafen ist am Wochenende gesichert. Für dich. Grüß Gott. Ja, haben Sie noch Zeit für mich? Kommen Sie rein, bitte. Danke. Wunderbar. Wiedersehen. Was ist? Na, wo fehlt's denn? Ich glaube, die Zecken bis hier hinten haben sich ein bisschen entzündet. Jo. Was? Das ist wunderbar. Schau mal, wer da kommt. Schau mal, lieber. Mama. Da rufe ich Sie morgen noch mal an. Wiederhören. Mama. Hallo, Mama. Hallo, Schatz. Ich habe extra noch auf dich gewartet. Das ist lieb. Wie lief's denn heute im Büro mit ihm? Ach, total problemlos. Klasse. Und sonst? Ich habe endlich den Auftrag aus München unter Dach und Fach. Super. Musste allerdings noch mal 4% nachlassen. Bleibt trotzdem noch gut was hängen. Sag mal, kannst du auf David am Montag aufpassen? Ich habe einen Haufen Termine. Ja klar, kein Problem. Ah, das ist gut. Die nächste Woche bleibst du ganz bei mir, mein Schatz. Hm? Wird Zeit, dass sich die Mama wieder rund um die Uhr um dich kümmert. Ja. Und dann auch wieder mehr um den Papa, ja? Um den auch. So, jetzt gehen wir ins Bett, ja? Okay, also, dann komme ich gleich nach. Gute Nacht. Gute Nacht, Opa. Nacht. Hallo, Martin. Hallo. Du hast Streit mit Sophie? Streit ist übertrieben. Ich habe mich geärgert, das ist alles. Anna-Sophie wollte nur behilflich sein. Ich habe sie nicht um Hilfe gebeten. Warum nicht? Als wir hier bei dir eingezogen sind, da habe ich gesagt, dass ich die Verantwortung für Katharina und Florian mit übernehme. Das war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Nur jetzt habe ich das Gefühl, dass Stück für Stück wieder verloren geht, was ich aufgebaut habe. Sophie nimmt dir nichts weg, Anna. Das tust du ganz allein. Das ist nicht fair, Martin. Ich versuche wirklich alles, damit keiner zu kurz kommt. Das weiß ich, aber das schaffst du nicht. Das kannst du nicht schaffen. Vielleicht war die Idee mit dem Museum ja doch ein Fehler. Dort geht nichts vorwärts und hier stürzt sich durch meine Hektik nur alles ins Chaos. Dir ist niemand böse. Aber du solltest aufhören, dich in alle Richtungen derart unter Druck zu setzen. Stillstand treibt mich in den Wahnsinn. Das wollen wir nicht.
Die ersten Spenden sind da. Und das Labyrinth, das der Vinzenz und der Herr Seiler bauen, das hilft bestimmt auch. Ja, das ist lieb von den beiden. Aber den Durchbruch bringt es nicht. Aber es ist eine gute Werbung. Anna, haben wir noch Brustsaft? Nee, nur noch Multivitamin. Ach, das passt auch. Ach, Florian, kannst du bitte noch die... Entschuldigung. Ist ja nichts passiert. Warte auf, Martin. Wir wollten uns noch einige Waldrappen zusammen anschauen. Ich wollte eigentlich längst wieder hier sein. Schmeiß doch nicht immer alles runter, David. Tut mir leid, hier geht alles drunter und drüber. Wegen gestern. Das tut mir leid. Ich habe überreagiert. Wie kann ich dir helfen? Die Gläser müssen gespült werden und... Oh, nee, bitte die Milch zuerst. Die brennt uns an. Vielleicht kannst du den Kakao machen. Das wäre ganz toll. Ich mach dir Platz. Hast du? Ach Mist! Hast du gut gemacht, Mann! Ich hab's euch ja gleich gesagt, dass die Anordnung der Stangen jeder vernünftigen Stadt widerspricht. Kannst du euch auch mal was anderes tun, als immer nur normal klug daherquatschen? Nein. Tja, schaut so aus, als müssten die drei heute Nacht wohl im Freien schlafen. Im Gegensatz zu euch machen wir uns dabei nicht in die Hose. Frühstück, kommt! Hey! So, setzt euch. Ihr Saft nicht. Na? Ja, das hast du schön gemacht. Das ist gut so. Da komme ich ja gerade noch rechtzeitig für den großen Moment. Ja, Inge! Du, die Eröffnung ist aber erst morgen. Ja, wir müssen noch ein bisschen was ausschmücken. Aha. Und dann ist alles geschafft. Kannst du denn nie eine Ruhe geben, Vinzenz? Also wirklich, ich finde auch, es ist langsam mehr als genug. Ja, da findet sich doch kein Mensch zurecht. So kompliziert, wie das ist. Liebe Inge, das ist Sinn und Zweck eines Labyrinths. Ach, einen Ausgang hat es auch nicht. Alle Wege führen in eine Sackgasse. Und wenn? Ja, dann zeig mir doch den Weg nach draußen. Ich werde dir doch nicht die Lösung verraten. Ich wette, dass selbst du den Ausgang nicht findest. Ach, Kinder, es hört doch auf. Müsst ihr euch denn dauernd kappeln? Also, wer in dieses Labyrinth geht, kommt nicht mehr raus. Um was wetten wir? Wie die Kinder. Gewinnst du, dann sammle ich eine Woche die Eintrittsgelder ein. Gewinne ich, dann sitzt du hier. Vinzenz, denk an dein Kreuz. Abgemacht. Die Wette gilt. Herr Bieler, Herr Bieler. Das gibt der Gaudi beim Stammtisch. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schiedsrichter. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du tust ja gerade so, als machen wir eine Expedition zum Nordpol. Im Moment weiß ich nicht, was mir lieber wäre. Wir gehen da rein und wieder raus. In 5 Minuten ist alles erledigt. Ja, aber warum denn ausgerechnet ich? Weil Vinzenz der größte Schlawiner ist, den ich kenne. Aber wenn du schwörst, dass alles mit rechten Dingen zugeht, weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann. Es mach schon, Ignatius. Oder vertraust du mir nicht? Na. Das tut weh. Nach all den Jahren der Freundschaft, des Vertrauens und der... Jetzt sei schon still, hör doch auf. Ich bin der Schiedsrichter. Die Regeln sind klar. Ignatius darf sich nur begleiten. Er darf dir keine Hilfe geben. Und wenn du einmal mogelst, dann hast du verloren. Bring mir schon hinter uns. Moment, zuerst wird geschworen bei der heiligen Maria. Rein hier. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Komm, vertraut euch. Einsteigen. Wo sind die eigentlich, dass Michael Gorbatschow... David! Und Herr Rumbach. Guten Morgen, grüß euch. Ist alles in Ordnung? Soweit schon. Wir fahren schon mal los und fangen an. Ich komme da gleich noch mal bei Ihnen vorbei. Alles gut.
Hallo. Hallo, Martin. Ja, wie sieht's denn hier aus? Das sind keine Kinder, das sind Raubtiere. Zumindest Hallo, was das Dani. Essen betrifft. Ja, ich hatte dich gewarnt. Zum Glück ist Sophie mit eingesprungen. Grüß dich, Martin. Ja, grüß dich. Deine Mutter wollte zum Maisfeld. Ach ey, hoffentlich verirrt sie sich nicht, sonst kann nur noch Vincent sie retten. Du, ich muss noch rasch bei den Kindern vorbei am Krötenzaun. Also wenn du magst, komm doch gleich mit. Dann können wir von dort direkt fahren, ja? Mhm. Gib mir nur einen Moment. Mhm. Habt ihr euch wieder vertragen? Hatten wir je Streit? Hallo. Hallo. Da riecht es. Steht das Schild da hinten in dem vorgeschriebenen Abstand? Ja, ich bin noch nicht blöd. Das vielleicht nicht, aber jeder Mensch macht mal einen Fehler. Besonders, wenn er sich für perfekt hält. Wo sind eigentlich der Herr Breitkreuz und der Herr Binder? Die arbeiten weiter unterhalb, mit schwerem Gerät da an der Unterführung. Ah ja, das könnt ihr euch dann gerne mal ansehen, wenn ihr wollt. Ja klar, wenn man noch nie einen Bagger gesehen hat. Wir benutzen keinen Bagger. Wir graben den Tunnel unter der Straße durch, ohne diese aufzureißen. Wie soll das denn gehen? Schau's dir an. Also, tragt bitte immer diese Schutzwesten und achtet auch auf den Verkehr, ja? Ich zeige euch, wie der Zaun gemacht wird. Oh, da ist ja ein Frosch! Moment, also bei aller Begeisterung. Erst links und rechts gucken. Laubfrosch, lateinisch Hylidae. Ein baumbewohnender Froschloch mit zahnlosen Unterkiefer. Ist ja gut, David. Das ist ein Grasfrosch. Laubfrösche, die wandern ja eher selten. Und für diesen kleinen Kerl hier und für alle anderen, die über die Straße müssen, bauen wir den Zaun und den Tunnel. Und ich finde, das ist die Mühe wert. Hm? So, dann viel Spaß bei der Arbeit. Ich komme gleich. Ich bringe den kleinen Kerl hier nur in Sicherheit. Ja. Am Anfang des 17. Jahrhunderts haben Waldratten noch in Europa gelebt. Oft in der Nähe von Menschen. Heute sind sie fast ausgestorben. Marokko ist das einzige Land der Erde, wo es noch frei lebende Waldratten gibt. Alle Versuche, die Tiere in Europa wieder heimisch werden zu lassen, sind bisher gescheitert. Woran sind sie denn gescheitert? Wenn bei den Tieren die Zugunruhe einsetzt, dann fliegen die Waldratten los, aber leider in die falschen Richtungen. Ja, würden sie bleiben, könnte man sie füttern. Ja, das ist schon richtig, ja. Aber die Zugvögel sollen ja wieder eher natürliches und richtiges Verhalten lernen. Wenn sie zum Beispiel in den kalten Norden aufbrechen, dann finden sie dort kein Futter und müssen verhungern. Herr Rombach? Ja? Carsten Weidmann. Ah ja, grüß Sie. Grüß Gott. Das ist Frau von Auenstein, sie ist Tierärztin. Ich habe Sie gebeten, mich zu begleiten. Willkommen. Grüß Gott. Ach, kommen Sie doch mit, ich stelle Ihnen meine Kollegin vor. Gern. Ja. Schau her. Da klemmt sie sich, gell? Da rein ist und den Keil dann wieder runter. Ja, ja, Herr Kollege. So, unten Stamm machen wieder. Ella, warte, ich helf dir. Du störst. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe gesagt, du störst. Ella wird meine Freundin, ist das klar? Was soll das denn? Ich habe dir überhaupt nichts getan, verdammt nochmal. Spinnt ihr? Holla, holla. Hey, hört auf. Langsam, hey, hey, hey. Wenn's raufen willst, dann mit mir. Hm? Hat einer Lust? Nicht? Dann gibt's euch die Hand. So. Jetzt wieder an die Arbeit, Freunde. Komm. Tut mir leid. Florian! Du wolltest mir doch helfen. Also du musst die Heringe tief und vor allem gerade reinstechen.
weil sonst die Kröten unten durchlüpfen sind. Probier's mal. Gibt es eine Prägung an die Ziehmutter? Ja, ja, Birgit hat die Vögel an Elternstadt aufgezogen. Wie wollte da mein Kollege die Tiere dazu bringen, in den Süden zu ziehen? Wir hatten geplant, sie in kurzen Etappen mit dem Wagen in den Süden zu fahren. Mit dem Wagen? Ja, um sie mit den jeweiligen Gebieten vertraut zu machen. Selbst wenn der Trick auf dem Hinweg funktioniert, für den Rückweg im Frühjahr fehlt Ihnen jedes Flugziel. Also ich sehe da auch keine großen Chancen. Herr Leonhard hat uns bereits gesagt, dass Sie von unserem Projekt nicht sehr begeistert sind. Ich finde Ihr Engagement bewundernswert. Allein die Mühe, die Sie sich gemacht haben, die Tiere großzuziehen. Aber sie mit dem Wagen in den Süden zu bringen, also das ist nicht die Lösung. Ach, schaut euch das mal an. Ultraleichtflugzeug. Ja, aber irgendwas müssen wir tun. Sie über die Alpen tragen, damit sie den Weg finden, können wir sie nicht. Nein, tragen sicher nicht. Haben die Waldrappen gar keine Angst vor dem Ding? Ach, der Johannes, der startet und landet hier ständig. Der ist schon so oft über die Vögel weggeflogen. Die sind an das Ultraleichtflugzeug gewöhnt. Da würde ich auch gerne mal mitfliegen, wenn du mich schon nicht mitnimmst. Ah, das ist kein Problem. Der Johannes nimmt oft für ein paar Euro Touristen auf dem Rundflug mit. Vorsicht, das macht süchtig. Das weiß ich. Vinzenz, willst du dich doch noch mal überlegen? Dann verknackst du den Fuß, tut's ja auch nicht gut. Spätestens, bis du mit dem Abendessen fertig bist, sitzen wir wieder hier am Tisch. Wir haben euch extra Brote gemacht, für den Fall der Fälle. Danke, nicht notwendig, wir verhungern schon nicht. Wie du meinst. Also, ich würde sie schon nehmen. Ja? Sicher ist sicher. Ja, und was wird mit Wuschel? Der bleibt hier. Sonst heißt es am Ende, er hat die Spur gefunden, nicht ich. So, jetzt gehen wir. Hier. Hm? Bist du? Aua, tut das weh. Aua, tut das weh. Na ja, wenn es schon so sein soll, dann soll es auch schon so sein. Herr Biele, Herr Biele. So, wir sind fertig. Okay. Von mir aus kannst du losgehen. Das wird dir Spaß machen. Der Johannes ist ein toller Pilot. Hat er mit seinem Trike schon mal die Alpen überquert? Einmal. Der Johannes, der kennt jeden Gipfel und jede Wiese zwischen hier und Meran auswendig. Doch noch eine Lösung für unser Problem. Jesus Maria, wie geht es denn jetzt hier weiter? Rechts. Bist du auch sicher? Hab ich das Labyrinth gebaut oder du? Ja. Wir haben hier extra eine Bank hingestellt, damit die Leute sich mal ausruhen können, wenn sie müde sind. Na, wir zwei haben das zum Glück nicht nötig. Los. Geh mal. Aber Jakob ging seiner Wege und es begegnen ihm die Engel des Gottes. Ach. Oh je, was? Aber ich komme doch von den Affen. Hallo, ihr zwei. Na, wie war euer erster Tag? Wir sind schon ziemlich weit mit dem Krötenzaun. Sehr gut. Sophie, ja? Kann sich Ellie die Praxis anschauen? Sie möchte später vielleicht mal Tierärztin werden. Aha.
Ich bin noch 1-2 Stunden hier. Ihr könnt jederzeit vorbeischauen, wenn ihr wollt. Danke. Komm. Ich glaube, dein Sohn hat sich verliebt. Aber das Schwerste steht ihm noch bevor. Wie sag ich es ihr? Herr Rombach? Ja? Du isst doch mit uns? Gern. Na, wie ist es gelaufen? Für die Kinder ist es die höchste Freude. Wir kommen gut voran. Und was ist mit der Unterführung? Wir werden Anfang nächster Woche fertig werden. Fein. Dann sind wir damit auch gleich fürs nächste Frühjahr gerüstet. Herr Rombach, also mir hat's dir echt Spaß gemacht. War ja recht friedlich, die Bande. Bis auf so einen kleinen Streit vom Florian und vom Marc. Ja, wissen Sie, was es da ging? Der Florian wollte Ella ein bisschen was erklären und schon haben sie Soft gekriegt, die beiden Buben. Mehr weiß ich auch nicht. Ich rede mal mit Ihnen. Schönen Feierabend noch, ja. Herr Koller. Wiederschauen, Herr Rombach. Jetzt um die nächste Ecke und wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Mir tun die Füße weh. Da hat diese gnädige Frau doch tatsächlich geglaubt, dass ich aus meinem eigenen Labyrinth nicht mehr herausfinde. Waren wir denn hier nicht schon mal, Vinzenz? Alles läuft nach Plan. Links. Nein, rechts. Du hast das Labyrinth gebaut, ich weiß. So, die Rasselbande ist gefüttert. Jetzt bin ich da und ich habe einen Riesenhunger. Guten Appetit. Wo ist denn Katharina? Die wollte an der Raubtierfütterung teilnehmen. Das schmeckt gut. Dankeschön. Sag mal, Sophie, bist du wirklich in diese Höllenmaschine gestiegen? Ja. Martin hat mir so von seinen eigenen Flügen vorgeschwärmt. Da bin ich neugierig geworden. Und er hat wirklich nicht übertrieben. Man kommt sich vor, als würde man selber fliegen. Also ich meine, wie ein Vogel. Ja, ich weiß, es klingt vielleicht etwas verrückt, aber es ist wirklich so. Und du willst mit sowas die Waldratten über die Alpen führen? Ja, wir wollen es zumindest versuchen. Meinst du, das klappt? Oh, das ist nicht das erste Mal, dass Vögel darauf trainiert werden, einem Trike zu folgen. Gab's da sogar schon mal einen Kinofilm drüber, oder? Genau. Wie hieß der nochmal? Ach, ist doch egal, oder? Glaubst du echt, Ella steht auf dem Zwerg wie dich? Ja, als ob ein wie dich. Du hast doch noch weniger Mutter als ein Frosch. Keine Ahnung, aber dass du weniger Gehirn als ein Frosch hast, ist sicher. Müsst ihr euch denn immer streiten? Beweis es, noch heute. Gewinnst du, wird sie deine Freundin. Gewinn ich, geht sie mit mir. War ja klar, wenn's drauf ankommt, macht er sich in die Hosen. Okay, einverstanden. Was steht ihr denn hier alle so herum? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, bloß so. Florian? Nein, ist nichts. Alles okay. Florian? Ja? Du hattest Streit mit Marc? Kannst du mir bitte sagen, warum? Er weiß immer alles besser. Und er ist so komisch zu Ella. Und du magst die Ella, ja? Sie ist nett, ja. Man muss sich aber nicht prügeln, um jemandem zu zeigen, dass man ihn mag. Wir haben uns nicht geprügelt. Nur ein bisschen geschubst. Das war alles. Ja, schön. Denk mal darüber nach, wo deine Stärken sind, ja? Setz dich doch endlich mal hin. Du machst mich ganz nervös. Ja, ich hab doch gleich gesagt, dass es schief geht. Zur Not kann er ja querfeld eingehen. Ach, du kennst doch Vinzenz. Lieber verbringt er die Nacht im Maisfeld, bevor er zugibt, dass du recht hast. Ignatius wird ihn schon zur Vernunft bringen. Also, ich gehe sie jetzt suchen. Wenn du unbedingt willst, ich bleibe. Oh, Florian! David? Florian!
Hallo. Hi. Aber wo sind denn die anderen alle? Ja, also, keine Ahnung. Was ist los, Lena? Nichts. Jetzt sag schon. Du warst den ganzen Nachmittag schon so komisch. Die anderen... Ja? Sie sind beim Krötenzaun. Also habt ihr doch was ausgemacht vorhin. Marc und Florian machen eine Mutprobe. Und wer gewinnt, der gewinnt dich. Hätte ich da vielleicht auch mal gefragt? Wo willst du hin? Zum Krötenzaun? Zu Herrn Rombach. Wer weiß, was die Idioten alles anstellen. Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Die Genugtuung verschaffe ich ihr nicht. Lass uns nach Hause. Wir laufen seit Stunden im Kreis. Wir laufen nicht im Kreis, sondern wir kreisen das Problem ein. Das ist ein Unterschied. Vinzenz, wenn ich niemandem was verrate, können wir dann nach Hause. Und das aus dem Mund von einem Mann Gottes. Das lässt sich etwas schämen, Ignatius. Ich bin müde. Ich will ins Bett. Nur 10 Minuten wirst du noch aushalten. Kein Wunder, dass die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, wenn die Pfarrer keinen Mumm in den Knochen haben. Los, einpacken. Ja. Herr Rombach? Ella, hier bin ich. Was ist denn los? Ist was passiert? Ich hoffe noch nicht. Marc und Florian veranstalten irgendeine Mutprobe. Wegen mir. Und wo? Beim Krötenzaun. Komm. Na, gibst du auf? Es ist total bescheuert, was wir hier tun. Na, hab ich's euch nicht gesagt. Er hat noch weniger Mut als ein Frosch. Ich glaube, ich höre was. Ich mach da nicht mehr mit. Das ist idiotisch. Seht euch den an. Voll feige und dann auch noch zu blöd, um aus dem Sack zu steigen. Mein Vater hatte recht. Damit imponiert man niemanden. Man macht sich nur lächerlich. Schisse. Ha, ha, ha. Jetzt hör schon auf, Marc. Mach, dass du von der Straße kommst. Ich mach's schon. Ja, Mist! Kannst du mir das sagen? Dein Leben zu riskieren wegen so einer blöden Mutprobe! Ich hab das doch nicht alleine gemacht. Florian war genauso mit dabei. Wir beide hatten die Idee. Und ich sollte bei dem Ganzen noch der Preis sein. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Es tut mir leid. Mir auch. Ich fasse es nicht. Akzeptier endlich, dass Inge recht hat. In deinem Labyrinth gibt es nur Sackgassen. Also gut, ich... Wir suchen weiter! Hier geblieben! Oder ich sorge dafür, dass du den Rest deines Daseins in der Hölle schmust. Du mit deinen Beziehungen. Ach, Gott sei Dank. Da seid ihr also. Ja, warum antwortet ihr mir denn nicht, wenn ich euch rufe? Der Herr Schmold. Ach. Das Labyrinth hat einen Ausgang. Natürlich hat es einen Ausgang. Ich bin ja schon 2-mal dran vorbeigekommen, bis ich euch gefunden habe. Vinzenz. Verloren ist die Wette trotzdem. Moment, ich... Oh, Herr Biele, Herr Biele. Ja, ich weiß, dass das eine ungewöhnliche Idee ist, Herr Leonard. Aber wir sollten das Projekt unterstützen. Danke Ihnen sehr, wiederhören. Bei Ella habe ich mich schon entschuldigt. Du, es geht nicht darum, dass du dich entschuldigst, Florian. Es geht darum, dass du etwas begreifst. Florian, das ist ganz bestimmt nicht das letzte Mal in deinem Leben,
dass du einen Rivalen hast. Das passiert immer wieder. Im Sport, im Beruf, in der Liebe. Ja, und gerade in der Liebe kommt es sehr darauf an, wie man mit so einer Situation umgeht. Natürlich will jeder zeigen, was für ein toller Kerl er ist. So ein Gefühl, glaub mir, das kennt jeder. Du auch? Das sicher. Du sollst das ja auch zeigen, aber du sollst dabei nicht lügen. Ich hab doch nicht. War dir diese Mutprobe denn so wichtig? Eigentlich nicht. Also nicht so richtig. Nein. Da siehst du. Dann hast du dich selbst belogen. Verstehst du, was ich meine? Ich soll das machen, was ich für richtig halte. Und nicht das, was andere sagen. Ja. Und alles andere, das ergibt sich dann von ganz alleine. So, jetzt müssen wir los. Wohin? Ja, du, da gibt es noch jemanden, der glaubt, unentwegt irgendwelche Mutproben oder Wetten veranstalten zu müssen. Dankeschön. 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 Bitte ausführen, Eingang wieder abgeben. Oh mein Gott. Hör doch auf, Vincent. Du kannst doch nicht die ganze Zeit hier sitzen. Es war doch nur ein Scherz. Ein Narzisst, du sagst doch auch mal was. Hat der Mann je auf mich gehört? Hallo. Hey. Wow, das läuft ja fantastisch. Ah, Martin, wie gut, dass du kommst. Irgendjemand muss doch diesen Mann zur Vernunft bringen können. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, was soll ich sagen? Bei manchen gehört das zum Erwachsenwerden einfach dazu.